Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, jetzt geht's endlich los. Die Steffi darf ihre ersten Abenteuer in der neuen Version 0.5 erleben, die es schon seit Dienstag gibt. Bei mir ist aktuell Samstag und ich bin natürlich sehr, sehr spät dran. Ich denke, der ein oder andere hat vielleicht auf ein Video gewartet und sich gewundert, warum kommt denn da nichts? Aber ja, ich hatte leider ein bisschen zu tun. Ich war bei meiner Freundin genau am Patchtag, bin am nächsten Morgen extra dafür nach Hause gefahren, um eine Folge aufzunehmen. Und das erklärt meine neuen Freundin. Ich muss jetzt losfahren, weil ich eine Folge auf YouTube hochladen muss. Und dann war ich zu Hause. Aber sie hat es verstanden, ne? Nur zur Info. Also sie hat es verstanden. Bin ich nach Hause und ja, da habe ich das Problem gehabt, dass da oben meine Nachbarn einen neuen Fußboden bekommen haben. Und die haben da irgendwie Laminat weggepfeffert und ich wollte ja mittags wieder zu meiner Freundin, ne? Und die haben bis mittags einfach durchgepfeffert da oben. Und das war so laut, dass ich meine eigene Stimme hier nicht hören konnte. Das ganze 2 Tage und wie gesagt, ich war da mehr bei meiner Freundin als wirklich hier zu Hause. Und ja, freue mich aber, dass heute losgeht, auf jeden Fall. Denn es gibt halt wirklich ein riesen Patch seit Dienstag. Die 0.5 wurde ja schon, ja, lange erwartet mit ihren Neuerungen. Da habe ich jetzt auch was vorbereitet, tatsächlich. Ganz kompliziert. Und zwar habe ich Steam aufgemacht im Hintergrund und wollte einmal mit euch den Patch so ein bisschen durchscrollen und mal schauen, was da so Neues für uns gibt. Ich habe mich natürlich auch schon informiert und gelesen, was es alles gibt. Ich habe auch schon mal auf den Server geguckt. Am Wochenende waren es einmal 69 von 70 Spielern. Wahnsinn. Und ja, schau einmal ganz kurz mit euch durch. Wir machen das ganz schnell, denn wie gesagt, ich bin ja spät dran und die meisten wissen natürlich schon, was es Neues bei Scam gibt, ne? Aber ja, wie gesagt, vielleicht der ein oder andere nicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine neue Map. Wer nicht weiß, was es Neues ist, es gibt diese neuen Quadranten, einmal rechts und einmal links mit einer großen Insel und viel Platz für die nächsten Patches mit, ja, für Gebäude etc. Denn hier ist teilweise nicht wirklich viel, außer hier und da mal so ein kleiner Bunker. Den man natürlich wunderbar looten kann. Da ist auch ein Riesenbunker bei, glaube ich. Ansonsten, wie gesagt, hier seht ihr die Tundra. So haben sie, glaube ich, selber beschrieben, wo viel Weitläufigkeit gibt und ja, da kann man erstmal so ein bisschen relaxen, ne? Und wie gesagt, schöne Gebiete gibt es auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich neue Locations dazu bekommen, wie die Ziegelei. Da ist nämlich die Ziegelei. Da wurden Ziegel hergestellt, jetzt haben wir eine Holzfällerei, eine Ziegelei, man, wir kriegen bald alles hier. Eine Käserei gibt es, glaube ich, schon. Ich glaube, eine Metzgerei gibt es noch nicht, ne? Und ich habe Metzger gelernt. Eine Waffenfabrik gibt es, die werden wir natürlich auch mal besuchen. Da stehen auch ganz seltsame Mechs drin, die habe ich schon gesehen. Die werden wir uns mal genauer angucken, unter die Lupe nehmen, auf jeden Fall mit Steffi. Dann haben wir so einen kleinen Hafen, wir haben einen Windmühlenpark, der auch ziemlich episch aussieht, vom Weiten schon. Ne, wir haben neues Wetter bekommen, also ziemlich episches, schöneres Wetter. Teilweise ging es mir, wo ich auf dem Server war, mal kurz auf Keks, weil immer Windgeräusche im Kopfhörer zu hören waren. Ne? Und ja, ansonsten, wie gesagt, viel Änderungen, was das betrifft. Ne? Das Ganze hat natürlich zum Vibe geführt, deswegen wird jetzt die Staffel 6 0.5 sein und bin gespannt, was wir da erleben. Ein Mondzyklus, Boote in verschiedenen Formen, von Segelbötchen, die man selber bauen kann, von Surfbrett bis zum ganz kleinen Bötchen, wo man dann auch Motor dran machen kann. Hier sind wir eine kleine Animation, ohne Seil, paddeln. Ne, hier ist er mit dem Surfbrett und ja, natürlich darf da nicht einfehlen, ne, weil man es auf dem Ladebildschirm schon sieht. Haie dürfen natürlich nicht fehlen, ne? Die essen einen auch und ja, da kann man sogar noch irgendwie entkommen, aber ich glaube, da sind die Karten eher schlecht. Dann gibt es natürlich noch was ganz Feines, mache ich in jedem Spiel gerne, in so einem Survival-Spiel, Angeln. Und da gibt es echt, guck mal, wie viele verschiedene Fische das gibt, ey, Wahnsinn. Frischwasserfische, Süßwasserfische meine ich natürlich und Salzwasserfische denke ich auch, oder? Na, keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir das noch lernen müssen. Seile, Ruten, wie heißen die Dinger überhaupt? Keine Ahnung, in verschiedenen Formen und ich denke mal, dass, ja, für einen Hai zu angeln natürlich so eine Fishing Reel Pro mit einer dicken Leine nötig ist und ja, da gibt es wirklich eine Menge Neuerungen. Also, wie gesagt, ich wollte eigentlich ein extra machen, aber das wäre, glaube ich, das wäre 2 Stunden lang geworden, deswegen schnell einmal durchscrollen, ne? Haken, Köder etc., alles das bietet uns jetzt die neue 0.5, also echt schon ein Haufen. Das habe ich nicht ganz so verstanden, so ein selbstschießendes Armbrustding, das werden wir einfach mal bauen. Explosivpfeile gibt es jetzt und verschiedene Änderungen in der Audio, wie zum Beispiel dieses Windblows, was ich ja gesagt habe, dieses Pusten in meinem Ohr. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich mal hören und bin mal ganz gespannt. Ne? Bugfixes lassen wir mal aus und ja, neue Admin-Kommandos, bla bla bla. Und dann werden natürlich wieder irgendwelche Server vorgestellt, deswegen natürlich nicht, wir haben einen eigenen. So, gut, dann will ich euch gar nicht so weiter nerven und sage fortsetzen.
Es ist früh am Morgen in Scum. Ich muss mich einmal umsetzen. Mein Rücken tut weh. Ich habe sehr viel gelegen die letzten Tage. Und bin schon ganz aufgeregt auf meine ersten Schritte. Ich habe, wie gesagt, nur ein bisschen geguckt und gemacht und getan. Und wir haben direkt erstmal eine Wetteränderung, eine fette. Und bin, ja, hier gespawnt ungefähr. Ja. Wo bin ich? Hier unten. Also hier bin ich gespawnt, bin ein bisschen gelaufen, hab jetzt nur ein bisschen geguckt. Wollte jetzt noch nicht so viel Ramazamba machen, ne? Gut, wie gesagt, nur Ruhmpunkte. Steffi ist noch niemand, die Haare sind noch kurz. Und ja, es kann direkt losgehen mit dem Looten, würde ich sagen. Weil wir nichts haben. Wir haben natürlich nichts. Ich habe erstmal eine Axt gefunden, das ist ja schon mal etwas. Und überlege gerade, wie wir am besten anfangen. Genau, die Skillung, ich habe mir... Wie gesagt, das werden Tutorial-Videos mit Skillung kommen. Nicht von mir, nein. Die werde ich mit jemandem zusammen machen, der Ahnung hat. Keine Angst, ne? Und Steffi selber ist jetzt nicht wirklich gut geskillt, ne? Also ich habe ihr ein bisschen was gegeben in Gewehre etc. Und Sachen, die mir jetzt halt... Eigentlich ist es gar nicht so wichtig für mich gewesen, ne? Wichtig war für mich, dass wir eine Sache machen können diesmal. Und zwar das Herstellen von Munition. Also das darf sie jetzt und deswegen habe ich mir da dementsprechend viele Skillpunkte gegeben, dass wir da mal zu tun haben auch, ne? Das war mir schon wichtig. Den Explosivpfeil darf ich zum Beispiel nicht bauen, warum auch immer. Und zum Beispiel die improvisierte Schrotflinte darf ich nicht bauen. Verstehe ich noch nicht so ganz. Oder darf ich sie bauen und das wird mir nur nicht angezeigt? Weil ich darf ja zum Beispiel das Ding bauen und die Munition. Warum darf ich dann nicht die Schrotflinte hier bauen? Weil es ist grau, ne? Gut, ansonsten gibt es hier natürlich auch noch ein paar Kleinigkeiten, die ich zeigen muss. Hier ist zum Beispiel das Boot. Das kostet relativ wenig in der Herstellung tatsächlich. Viele Seile jedenfalls. Und das wollen wir natürlich auch haben, aber das müssen wir alles mit der Zeit ganz gemütlich machen. Ne? Traps, hier ist nochmal ein Riesenboot zum Beispiel, 40 Bretter und ja, so eine Projekte müssen wir auf jeden Fall in Angriff nehmen, da will ich auf jeden Fall, wow, sammeln erstmal, ne? Das machen wir dann ganz gemütlich und wie gesagt, es wird Extras geben zu der 0.5, weil das jetzt so eine richtig epische Version ist, ne? So, Paddel ist auch noch irgendwo, das dürfen wir auch noch bauen und, also... Ich war ganz aufgeregt, als ich das gesehen habe. Hier ist der improvisierte Angelhaken aus der Bierdose. Kann man den machen aus dem Verschluss davon. Ziemlich lustige Idee. Eine Bombe zum Üben kennen wir schon. Und wie gesagt, das improvisierte Paddel, was nicht viel kostet. Ne? Ich weiß nicht, warum das da so viel Nägel kosten muss hier. Gut, egal. Ich merke schon, ich bin ganz aufgeregt wegen der Vision. Und ich müsste mir erstmal irgendwie Kleidung besorgen, anstatt dass ich jetzt hier... Oh, guck mal, vielleicht können wir in der Polizeiwache ja mal was finden. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen wuseln. Wow, ich habe direkt Nebel erwischt. Erste Folge, Staffel 6, Nebel. Naja, das ist das neue Wetter, das gehört einfach dazu. Ziemlich krass. Und da ist eh schon eine Basis von Spieler. Aber ganz offiziell ist die Steffi, weil sie eine Axt auf dem Rücken hat, kein Bambi mehr. Boah, was ein Wetterwechsel hier, ey. So. Dann lass uns mal ein bisschen Klamotten suchen. Ich kann gar nichts erkennen, der Nebel ist ja im Haus. Das sollte eigentlich so nicht sein, oder? Ich habe ja im Haus keinen Nebel. Oh, erstmal ein Apfel. Das erste Essen für Steffi. Naja, geht es natürlich relativ schlecht. Was die Vitamine und die Mineralien betrifft, ne? So, whoop, leck. Gut. Naja, vielleicht machen wir so einen schönen kleinen Schwarzmarkt auf mit Munition und sowas. Um die Skills kümmern wir uns später nochmal. Können wir essen, können wir getrost essen. Ist ja noch nichts im Körper drin. Für die Kalorien, damit der da nicht gleich losschimpft. Und hier hätten wir zum Beispiel schon die Dose. Das ist ja lustig. Wartet mal, ich will einfach meinen Angelhaken herstellen. Vielleicht können wir in der ersten Folge schon angeln, wer weiß. Wir müssen ja nur Glück haben, was den Loot betrifft. Dafür brauchen wir erstmal einen Rucksack etc. Ne? Jetzt habe ich die Tasche schon voll, das ist kacke. Und man findet natürlich wieder nur Mumpitz. wie man es gewohnt ist, wenn man wirklich dringend was braucht. Obwohl, ich war auf den Testservern, bevor der Patch aufgespielt wurde. Da habe ich ja schon mich ein bisschen gespoilert. Und, oh, das ist natürlich praktisch. Und, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, die Testserver haben noch weniger Loot. Also das war echt eine Katastrophe, dass sie gar nichts gefunden. Ne? Also bei uns geht das relativ ganz gut, glaube ich, mit dem Loot. Das könnte man wahrscheinlich als Schnur benutzen.
Und wir wuseln uns jetzt erstmal durch diese kleine Ortschaft hier unten. Ne? Also was heißt klein? Die ist gar nicht so klein. Und baggern uns dann hoch. Ne? Hier ist ein Airdrop, aber den... Ich glaube, das ist so ein hochgestecktes Ziel. Ne? Wir haben ja noch gar keine richtigen Klamotten. Gehen wir so ein bisschen weg von der Basis. Ich hoffe, die Sonne kommt heute noch raus hier. So, hier haben wir schon mal eine Werkbank drin, aber die brauche ich noch nicht. Natürlich haben wir jetzt Engineering ziemlich hoch, ne? Und also wir können eigentlich schon ein paar Schrauben sammeln. So, na, tatütata. Gerade auch zum Start der Folge, wo ich hier aufgenommen habe, direkt Rettungswagen vorbeigefahren. Durfte ich nochmal anfangen. Wieso darfst du das nicht stacken? Metallschrott geht doch gar nicht, Tim. Nein, ich weiß, Metallschrott brauche ich noch nicht. Ich bin mal, das ist so, der Start ist immer so ein bisschen tricky, ne, bei Scum. Wie soll man da jetzt weitermachen? Wie soll man anfangen, ne? Also ein Hotel. Hier haben wir schon mal einen Regenjacke, eine Brote. Hm. Immerhin 4 Slots. Dietriche für die Polizeiwache. Ich hoffe, es gibt hier eine. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich pack's erstmal ein. Ne? Das kannst du ja später wieder rausschmeißen. So. Aber Metallschrott finden wir genug in Autowracks. Da muss man jetzt nicht sich die Tasche mit vollstopfen. Und Cappies. Ich weiß nicht. Die müssen unglaublich auf Cappy stehen, die Entwickler. Mal gucken, ob wir den Angelhaken aus der leeren Dose auch machen können. Nur mal so testweise. Ich denke, dass sie sich ziemlich schnell verbrauchen. Ja, geht auch. Na, geht nicht, ne? Also ist altbekannter Fehler eigentlich, ne? Weil die Dose nicht voll ist. Das ist ja eigentlich völliger Käse. Hier wird's gehen. Na, ja, das sind halt neue Items, das will ich sehen. Da geht's natürlich. So. Und vielleicht geht die Folge ein paar Minuten länger heute. Ich glaube, ich will einen kleinen Erfolg für mich haben. Das Angeln oder sowas. Also das große Segelboot wäre natürlich ein Traum, ne? Ein bisschen kaputt ist es schon, aber es macht nichts. Hört den Wind zum Beispiel jetzt sehr laut, ne? Müsste ich vielleicht in den Optionen im Sound lautstärke Effekte so ein bisschen runtergehen. Das ist... Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu leise ist. Es ist immer schwer zu überwachen, was man hört und was man wiedergibt am Ende. Naja, komm, nehmen wir gerne mit. 84er Haltbarkeit, besser als nix, ne? Die improvisierte Angelroute, die wäre natürlich jetzt erstmal eine Option, wenn wir schon irgendwas machen wollen, ne? Die improvisierte Angelroute, fällt mir gerade schon spontan ein. Die muss ich aber erstmal finden. Fishing Rod. Zwei lange Stöcker, Seil, das habe ich. Nägel muss ich noch finden, obwohl... Nee, doch, man muss Nägel haben, warum auch immer. Dann gibt es natürlich auch diese Angelroute. Also nicht das hier. Das braucht den Scheiß. Okay, wir brauchen eine Menge Nägel, sehe ich gerade. Der Rest ist eigentlich ziemlich einfach zu beschaffen. Das wird da erstmal sehr geil. Uns so ein bisschen dran wagen, dass wir wenigstens in der Folge was Neues machen, wie zum Beispiel Angeln. Geil. Oh, der Nebel scheint sich zu lichten. Chef hat noch gar nicht Hu geschrieben. Haben wir schon reingeäugelt. So, ein Schlüssel. Was haben wir hier? Seife. Painkillers sind natürlich auch mal was Feines. Bis jetzt noch keinen einzigen Zombie gehört oder gesehen. Auch gruselig. So. Naja, habt ihr schon ersten Erfahrungen gemacht? Natürlich habt ihr schon eure ersten Erfahrungen gemacht. Schiff hat noch gar nicht Hu geschrieben. Eure ersten Erfahrungen in der 0.5 gemacht, was Komisches gefunden, was Spannendes gefunden. Schreibt das gerne in die Kommentare, da bin ich neugierig. Irgendwas Abenteuerliches. Eieieiei, da geht es ja fast sogar schon rund hier mit ihr. Haben wir denn jetzt was? Wir haben was in der Hose. Wir haben was in der Hose, das hört sich an. Da gibt es gleich sexy Outfit. Oh, das hat keine Slots mehr. Oder bin ich jetzt blind?
Die Box. Was Sinn macht, weil diese Yoga-Leggings. Tatsächlich, wie soll die denn Slots haben, ne? Boah, was ist das so dunkel? War doch gerade noch Tag. Extra aufgepasst. Aktivkohle. Was mit dem Stoffwechsel jetzt so ist, kann ich auch noch nicht sagen, ob da sich was irgendwie verfeinert hat, aber ich denke, da arbeiten die immer noch dran. So. Egal, Essen ist Essen. Brauchen erstmal alles. Ich weiß, Doppelklick geht auch auf die Sachen. Also ich ziehe es immer im Inventar. Da werde ich immer für ausgeschimpft, aber so ist das Leben. Gut. Wie gesagt, Munitionsherstellung war mir diesmal sehr wichtig, dass wir da vielleicht ein paar Scam-Dollar mit verdienen können, andere Spieler unterstützen oder halt auch immer was an Munition da haben, wie AK-Munition etc., weil das immer so selten war, ne? Also es ist nicht Nacht, also es war 6 Uhr morgens, als ich angefangen habe, tatsächlich. Ich würde ja fast gerne zur Polizei schon gehen, aber ich weiß ja nicht, wo die hier ist. Nicht, dass sie eingemauert wurde, das wäre fies. Wir können ja schon mal anfangen mit dem Bau, oder? Ne, Quatsch, wir brauchen erst Nägel. Der Angelrute. Also da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Es ist öfter mal wieder dunkel, aber das Wetter sieht echt krass aus. Das sieht wirklich krass aus. Das ist schon Atmosphäre, die geschaffen wird, die finde ich schon ganz cool. So eine Mistgabel. Für Mist, den ich erzähle. Das nehme ich auch mal mit. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Jetzt rennt er sowieso wieder todesmutig hier rum. Obwohl da eine Basis ist. Aber wie gesagt, ihr habt es ja gerade gesehen wahrscheinlich, wie viel Uhr es ist. Bei mir ist 9.32 Uhr. Also noch relativ früh. Ich konnte es wirklich abwarten. Bleiplatten, ne? Sowas Feines natürlich. Aber 6 Stück packe ich mir jetzt nicht ein, weil ich werde jetzt noch keine Munition herstellen. Obwohl, wartet mal. Wollen wir mal jetzt nicht so sparsam sein mit unseren Herstellungen, ne? Die Hunter-Munition. 22er. Da. Was, scheiße, das kostet alles immer so viel. Naja, wie gesagt, das werden so extra Sachen sein, auf jeden Fall. Egal, rein in die Steffi. Eigentlich wollte ich ihre Haare lang schieben. Kann man nämlich eingeben. Haare, die Haarlänge auf 100 und dann hat sie sofort lange Haare. Aber wir lassen sie diesmal ganz genüsslich bei ihr wachsen. Na komm, pack ein. Naja, wir laufen aber auf jeden Fall rum mit einem roten. Also wir sind nicht getarnt. Oh, die Pfanne habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ah, das ist eine Kiste. Painkillers in eine Kleinpackung. Aber Electrical Repair Kit brauche ich doch noch. Ich habe noch nichts mal was Elektrisches tatsächlich. Mann. Na gut, wir spielen jetzt halt ein paar Minuten. So. Da liegt ein schönerer Rucksack. Oh Mann, das ist scheiße. Ihr wisst, dass das immer dämlich ist, den Rucksack, den großen gegen den kleinen zu tauschen. Aber ich finde den blaue zum Beispiel unpraktisch. Und wir werden jetzt eh nicht den dicken Loot finden. Weil die Farben, auch einen roten Regenjacke anhaben, ist eher taktisch dumm. Ne? Also wir sind jetzt ein bisschen besser getarnt tatsächlich dadurch. Also optisch, man sieht uns schlechter. Anstatt dass da so ein roter Mensch rumläuft. Ne? Nein, schlafen wollen wir noch nicht. Feuer brauche ich glaube ich auch nicht. Das kann man sich auch ganz schnell selber machen. Und dann schauen wir uns noch weiter um. Also wir brauchen Nägel. Ich muss mal ein paar Garagen gucken, ein paar Autos. Na, ich habe mit der Munitionsherstellung mir das auch ein bisschen besser vorgestellt, ehrlich gesagt. So von der Gedanken her. Dann müssen wir da in der Ortschaft rein. Aber sie endet ja hier. Also wir können auch... Gott. Da sind ja noch Häuser, die wir nicht durchsucht haben. One Love. Na gut, setzen wir uns heute mal als Mini-Ziel eine Angel, eine selbstgebaute. Ich weiß, dass ich eine selber bauen werde und dann finde ich die beste Angel, die gibt. Bei meinem Glück. Da
Dafür brauchen wir aber Nägel, die finde ich gut im Müll. Und allerhand komisches Zeugs. Mal gucken, nicht, dass ich Kabelband brauche. Quatsch mit Soße. Wir brauchen Seil, das Zeugs. Also wir brauchen richtig Seil. Also wir müssen Seil haben. Wir dürfen nichts Improvisiertes haben. Also wir müssen ein richtiges Seil haben. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Die muss man erstmal finden. Oh Gott. Da ist der erste Nagel. Wie viele brauche ich? Für die Route 2. Und da waren es 4, also 6 Nägel. Das ist relativ viel Material, was wir jetzt finden müssen. Für so einen kleinen Mini-Plan. Da muss Steffi natürlich auch häuslich werden. Ich weiß nicht wo. Ach, die werden wahrscheinlich nicht viel mehr bringen. Aber sehen cool aus. Style-Faktor. Das war ein Blatt. Ja, lass uns schon mal Bolzen einpacken. Man weiß ja nie hier, ne? Okay. Schlösser. Eine Armbrust. Nicht schlecht. Und das ist auch eine sehr gute Haltbarkeit, ne? Das alles in den Schreibtisch. Schreckend. Ja, Schlösser lassen wir noch. Ich muss ja erstmal ein Auto besorgen. Wir haben ja noch Scam-Dollar. So. Ah, das kann man nicht gucken, ne, bei Bauen. Das war ein bisschen mal schade, dass man, während man baut, nicht schon irgendein Voraus was schauen kann, ne? So. Machen wir jetzt mal heile. Die Sachen, die so sehr kaputt sind. Oh. Das habe ich was weggemacht, das ist Blödsinn. Nein, nein! Gott, bist du der verrückte Mädchen. Haut du da gleich mit der Axt drauf. So. Und das hat erstmal 5 Einheiten Nähzeug gekostet, mehr nicht. Ja, das ist es jetzt, ne? Kacke. Dann nehme ich die weg. Dann hauen wir die dafür rein. Warum sind die Waffen denn alle so gut noch im Schuss, die wir hier finden? So. Ach, die Hunter. Die verfolgt mich auch hier für immer und ewig. Gut, Angelroute, das wäre toll. Wenn wir den Spaß uns sparen könnten. Aber man wird ja erstmal die Route finden. Man braucht ja dann noch dieses, ja, zum, wo das Band drin ist, ne? Man, wieso habe ich das vergessen, wie das heißt? So ein Blödsinn. Mal schnieke Buchsen. So. Ja, weil man sie stacken kann, nehme ich die mit. Ja. Das würde ich die jetzt auch nicht mitnehmen. Ich muss mal schauen, haben die vielleicht Slots? Auch nicht. Ja, hört sich halt stylisch an. Gut. Nein. Das ist zu viel des Guten zum Start. Und hier ist ein Schrank. So. Okay, eine Polizei habe ich hier bis jetzt so gar nicht gesehen. Kann sein, dass es hier gar keine gibt, ne? Und man sieht allgemein schlecht, ne, bei dem Wetter hier. Ach, ich würde so gerne alles bauen heute, ehrlich. Alles Neue. Ich habe die Axt nicht verbummelt, nein. Boah, ist das ein Wetter, ey. Oh, das wird ja viel neues Wettermeckerei geben, aber wir können ja viel selber einstellen als Admins. Ich habe einen kleinen Plan, ein paar Bolzen machen. Damit wir wenigstens schon ein bisschen Munition haben. Holzpfeil. Jetzt mach mich nicht traurig. Ach, der braucht ja Federn, stimmt, ja. Der ist auch neu. Der Dildo. Der Dildo-Pfeil. Ach, scheiße, wir brauchen ja erstmal Federn, ne? Na, jetzt haben wir ein paar Ruhmpunkte gemacht, immerhin.
Ja, wenn man hier keine Angel findet, dann weiß ich auch nicht, wo man sie sonst finden soll. Zwei Nägel von sechs, ne, war das. Man muss ich gar nicht mal rausziehen erst. Olle Schere. Olle Streichhölzer. Und noch mehr zum Knacken. Hab ich da schon? Ja. Okay. Ja, gehen wir mal so Richtung Wasser. Da habe ich auch mal Interesse. Boah, ist das dunkel. Ich sehe gar nichts. Das ist voll helllichter Tag. Morgens. Wo ist ein Nachtsichtgerät am helllichten Tag hier, wenn das so weitergeht? So. Dann haben wir den Kram. Das ist ja schon ein kleiner Hafen. Vielleicht ein Spot für Angeln, wer weiß. Also wir brauchen, wie gesagt, ja noch ein paar Nägel und wir brauchen ein echtes Seil. Boah. Das ist auch sehr imposant zum Wetter zeigen, auf jeden Fall. Aber war jetzt nicht so mein Wunsch, in der ersten Folge direkt so eine Dunkelheit zu haben. Aber ihr seht so richtig helle Flecken auf dem Boden auch, wenn die Sonne durchkommt. Das ist ja schon ganz cool zum Zeigen, oder? Datteln. Na, so die ersten Sachen werden grün. Gab schon immer ein P. So. Candy Bob. Alles rein in der Steffi. Was? 50 Einheiten sind das, ne? Ich habe die Axt weggelegt, ich habe es gesehen. Ich denke, Candy Bob wird sehr gut sein. Date. Was den Zuckerhaushalt betrifft. Ja, ich will eigentlich nicht so viel Fett essen, ne, bei ihr. Das ist auch immer so eine Sache. Was denn P? Es kommt mir weniger vor hier tatsächlich, muss ich sagen. Obwohl das wahrscheinlich einfach nur Einbildung ist, weil es alles neu ist wieder für einen. So, Statistiken hinter meinem Körper. Ne, schleichen kann es ein bisschen besser. Also Überlebenstraining und Engineering. Wirklich Engineering auf Maximum. Was wird sie? Destroyed. Sie hat die Tüte kaputt gemacht. Vor Wut, dass sie alle ist. So, ein Flitzebogen und noch mehr Dinger da. Ich glaube, die brauche ich aber, ne? Brauche ich nicht reingucken? Liegt auf dem Boden. So. Ja, einen kleinen Erfolg möchte ich heute auf jeden Fall feiern. Ich denke, dass man mit so einer schäbigen Angel, die man sich selber baut, nicht relativ große Fische fangen kann. Also man braucht schon die professionellen Angeln, um richtig auf Fischjagd zu gehen. Oder ist es halt super random? Das kann natürlich auch sein, ne? Dass man da einfach Glück hat oder Pech, was man da so angelt. Wie gesagt, es fehlen noch ein paar Nägelchen. Und ansonsten ist er relativ günstig, näher schon bis auf dieses doofe Seil, was ich jetzt wahrscheinlich 2 Folgen lang suchen müsste. Weil ich es natürlich nicht finden werde. Was eher so in Werkstätten zu finden ist, ne? Mal prima zum roten Regenmantel gepasst, die Hose. Man kann auch mal Glück haben im Leben, ne? Für die erstmal 12 Metall Crossbow Bolts gefunden. Ach so, hier, weg damit. Dann können wir den auch direkt fertig machen. Denn falls was passiert, ne, haben wir wenigstens die Waffen fertig, soweit. So, wie lange geht die Folge schon? 30 Minuten, jetzt geht die Zeit, jetzt rennt sie. Weil es neu ist, sich neu anfühlt. Hier wieder raus. Gefällt mir nicht das Gebäude. Seht ihr irgendwas Spannendes hier? Sieht alles gleich aus. Das ist das Problem. Da so ein Speicher. Ich wollte ja doch mal zum Hafen runter, Mann. Ich vergesse schon mehr die Hälfte, was ich machen will, wie immer.
Wenn es Saal gibt, dann hier. Nicht. Oh ne, deswegen habe ich Angst. Ach, warte mal, hier. Hätten wir Federn gefunden zum Beispiel, aber brauche ich ja gerade nicht. Na, wenn ein bisschen Glück findet man ja eine Angel. Ich aber nicht. Oh, das sieht jetzt schon episch aus. Ne? Also wir sind jetzt aktuell, wir gucken auch, ich denke Richtung, ja so grob Richtung Süden. Was heißt grob? Eigentlich gucken wir komplett Richtung Süden, eigentlich komplett raus aus der Map. Ein interessanter Start auf jeden Fall hier. Können Boote, ich denke, finden, ne? Also ich denke, sie zählen wieder als Fahrzeuge und dementsprechend spawnen die nicht bei uns auf dem Server. Nur kaufbar etc. Also nicht echt Geld, keine Sorge. So assi sind wir nicht. Aber einmal gucken will ich, ne? Weil das ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben so und so viele Autos eingestellt. Und wenn er dann das Boot allein als Auto zählt, dann macht das Spiel da Probleme mit, ne? Dann kommen nicht so viele Autos mehr. Aber das kriegen wir, glaube ich, schon irgendwie in den Griff. Das ist auf jeden Fall eine Tanke. Ich stelle mir nur sehr schwer vor, ein Ding zu finden. Ein Surfbrett, das musst du doch mitnehmen. Wie willst du das denn mitschleppen? Darf man das denn stacken? Nein. Naja, die Munitionsherstellung. Die wird auch noch ein Highlight. Hat die Steffi doch nie gemacht. Corn Candy. Ich glaube, das kann man zum Angeln benutzen, oder? Egal, rein in die Steffi. Oh Gott, das dauert immer so lange, so Riesentüten. Kannst du jetzt schon mal ein bisschen gucken. Sonst darfst du nicht hier viel betreiben. Pistolenmunition nicht hier rum. Ach, ich will nicht so viel essen. Das ist alles Zucker. Wir essen ja nur Zucker mit ihr. Ist ja auch nicht so gut. Ach, mein Knie, meine Beine tun weh. Ah. So, man wird alt. Man wird alt. Oh, ich glaube, wir sollten ein bisschen Pause machen, was Essen betrifft. Boah, hat sie weit geworfen. Und wir haben wieder irgendwas weggelegt, ne? Meine Axt, die habe ich wahrscheinlich jetzt schon vor einer Ewigkeit verbummelt, wo ich es noch gesagt habe sogar. Macht aber nichts. Das ist das allerschlimmste Item, was man verliert. Kann man ja selber bauen. Ist nur doof, sowas immer liegen zu lassen, ne? Für alle Leute. War das hier? Das war das. Okay. Da. Ich hab sie nicht lange liegen lassen. Ha! Ist ja doch nicht verbummelt. Gott sei Dank. Ja. So ein schöner Hafen, der uns nichts bringt, weil wir kein Boot haben, ne? Also ein Boot selber bauen ist eigentlich super schön gemacht. So wie wir das kennen. Du gehst einfach drauf. Also ist ja dieses ganz kleine jetzt zum Beispiel. Wo war das? Da, das große zum Beispiel. Das legst du auf dem Wasser und dann darfst du es halt als Blueprint hinsetzen. Und dann füttern mit dem ganzen Material. Ne? Das werden wir auf jeden Fall die nächste Folgen in Angriff nehmen. Ich will auch schon gerne das ganz Große haben. Tatsächlich. Und dann wollen wir mal auf Haijagd gehen. Oh, da seht ihr die Wellen. Die sehen auch schön aus. Sollen wir einmal so auf so ein Boot gucken? Also, wenn man eine Angel findet, dann doch auf sowas, oder? Ich denke nicht, dass das begehbar ist in der Form. Waren Boote ja noch nie. Ich denke einfach gar nichts. Rennst du rum und guckst nur doof. Oh, das ist mein Boot. Boah, ist das Wasser hübsch geworden. Also ich würde ja gerne mal einen Hai sehen, ey. Aber ich habe Angst. Haie sind natürlich böse, ne? Ist über so kleine... Seht ihr das da? Ist das jetzt so ein Angelspot oder sowas vielleicht? Das siehst du nicht überall, dieses Wasser. Was sich so bewegt. Das könnte natürlich sein, ne? Gut, dann gehen wir mal auf die Suche nach Nägeln, damit wir echt mal eine Angel haben und nicht immer nur rätseln. Und dann brauchen wir irgendwo einen ungeschützten Baum für Köder oder sowas, die findet man relativ gut. Ja, wollen ja nur einen Fischi fangen. Mehr will ich ja gar nicht.
Aber wie gesagt, das Seil, das macht mir jetzt natürlich noch Kopfzerbrechen. Du kannst die ganze Stadt durchsuchen und findest kein Seil, ne? Vor allem bin ich so ziellos wieder überall rumgelaufen, dass ich nicht weiß, welches Haus ich schon durchsucht habe. Ja, so Werkstätte müsste ich jetzt eher im Angriff nehmen, glaube ich. Das wäre sinniger. Oh, mein erster Zombie hier. Oh, meine ersten 10 Dollar. Hier auf dem Server. Stil. Naja, wie gesagt, Werkstätte, Garagen, sowas sollten wir uns jetzt vielleicht erstmal anschauen. Nicht Wohnung, wo man überall alles finden kann, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber wir werden erstmal die Insel erkunden, die neuen Teile davon. Fury ist auch dabei. Aber es ist so finster, ich sehe überhaupt kein Fury. Ich höre es nur. Na, wisst ihr was? Ich heule, glaube ich, ab aus der Ortschaft. Ja, Vorschlaghammer ohne Ende. Toll! Aber wir waren doch nicht hinter der. Da ist kein Spieler, glaube ich nicht. Ist zu früh. Ein Pferd, wo bist du denn? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ach, dieses Rauswerfen immer, ne? Was ist denn da für ein Klumpen? Na, hier kriegt der Köder zum Beispiel. Maden sind lustigerweise keine Köder. So Grillen und sowas kannst du als Köder nehmen. Boah, ich bin gespannt, wie komplex die das Angeln gemacht haben. Ne? Ob der Köder und das Seil wirklich eine Rolle spielen. Oder besser gesagt Schnur, ist das ja Angelschnur, ne? Da kommt nochmal ein Sonnenschein durch. Dankeschön, Spiel. Da waren wir schon dran, tatsächlich. Also ich bin sehr unkoordiniert durchgelaufen. Liegt auch so ein bisschen an... Die Aufregung, ne? Da waren wir schon drin, die ist offen. Jetzt bin ich, glaube ich, ganz alleine. Aber in so neuen Gegenden, da kann man schon immer öfter mit Spielern rechnen. Aber die ist ja halt sehr groß, die neue Gegend. Ich glaube, 10 ist maximal, ne? D0. Das liest sich auch komisch. Ich scheiß mal auf das Rauswerfen. Gucken, ob da was Sinniges drin ist. Wo war eine Basis, die wir gerade gesehen haben? Ich hab doch eine. Ach, ich bin ganz woanders. Upsa. So. Fishbaits. Ich weiß nicht, was es ist, ne? Big Ore. Das ist Giant Bait, it looks... Ja, da muss aber wahrscheinlich für große Fische. Ich denke, da muss man schon sich sehr konzentrieren. Wir haben ja gar kein Angelseil und sowas. Ich werde wahrscheinlich gar nicht schaffen zu angeln. Na, 10er Stack maximal. Immerhin haben wir da mal schon mal 10 Schräuble. Aber du kannst ja alles improvisiert bauen, ne? Das ist ja möglich. Jimmy, was? Das Wetter sieht verdächtig aus. Das Wetter ist doch die Hölle, ne? Sonne kommt raus, geht wieder rein. So, das ist natürlich keine Werkstatt, so wie ich sagte. Ist das die abgesägte? Ja, ne? Aber ich habe die schon fertig geladen.
Rohrblock Butter? Nein, esse ich jetzt nicht. Man muss ja nicht quälen. Mit Fetten. So, die Stripsi fasse ich nicht an. Ach, da ist doch die Basis, sehe ich sie wieder. Haben hier noch einen Supermarkt? Habe ich jetzt gerade einen Zombie gehört? Aber so ein paar wertvolle Vitamine und etc. kann sie gebrauchen. Und der grüne Zaun ist relativ neu, den kenne ich noch nicht. Ein grüner Zaun! Er hat was Neues gezeigt. Knofi Schießpulver. Wir müssen schnell ein Zuhause haben. Wäre sinnig, wegen Platz, ne? Ich denke, dass die Staffel sehr, sehr lange gehen wird, dass wir erstmal nur kleine Patches natürlich kriegen werden die nächste Zeit. Mehr geht ja eigentlich fast nicht. Boah, Finsternis. Sieht aus, als ob das die ganze Zeit regnen will, aber es kommt trotzdem kein Regen. Ein bisschen normale Jeans. Sehr schön. Schöne Kürbis und eine Zuckerrübe. Komm, gib mir doch mal ein Seil jetzt hier spielen. Hier waren wir doch schon, oder? Ja. Okay, wenn wir jetzt in eine andere Richtung einschlagen, kommt aber auf weiten Wegen erstmal nicht wirklich was. Wir haben hier oben was. Also ich würde gerne die Insel so erkunden, dann hier hinten über die Brücke marschieren und weiter looten gehen. Problem ist halt, dass ich ja eigentlich ein Seil haben wollte, aber nicht gefunden habe. Und improvisiertes Seil, also es kommt nicht in eine Tüte. Das will ein richtiges Seil haben, das Spiel. Da. Ein 5 Meter Stück. Die habe ich, das habe ich. Also ich würde schnell an den Material rankommen, es fehlt halt nur das dumme Seil. Und jetzt will ich auch nicht so weit vom Wasser weg. Der Müll wird natürlich nur Randseile finden. Na, hier wohnt schon einer. Was ist das denn da für eine Laterne? Ist sie an? Das ist ein helllichter Tag, ohne Witz. Ich würde jetzt auf die Uhr gucken. Auf die Scum-Uhr, aber das wird nicht viel Sinn machen, weil der Ärmel wieder da drüber ist, ne? Ja. Dann müssen wir einmal das Jäckchen ausziehen, damit ihr mal seht, wie viel Uhr das wirklich ist. ...7:18 Uhr, es ist früher Morgen. Es ist sau früher Morgen. So, das haben wir jetzt komplett. Renn doch nicht so. Und es gibt ja neue Fabrikgelände und sowas alles. Ne? Vielleicht sollten wir wirklich dahin marschieren. Das hat nämlich nicht viel Sinn, wenn ich hier die Häuser durchsuche nur. Egal. Oh. Tinnitus. Ein Äuglein. Gummihandschuhe blau. Ich erinnere mich zu doll an der Arbeit. Ja, das hätte mir jetzt gerade geholfen. Oh Gott, wie das aussieht. So, dann könnten wir tatsächlich ja eine Route in Angriff nehmen, oder? Bin mir gerade so unsicher, ob ich hier noch weiter nach Seil suchen soll. So eine Werksgelände wäre da wahrscheinlich angebrachter als das hier. Dietriche, nochmal eine Quoba. Jetzt habe ich die Tasche so voll. Wenn wir es aufknacken müssen, dann können wir es damit aufknacken. Also, es geht nach oben, nördliche Richtung.
bis wir zur Straße kommen. Das wird ein Bunker sein, gehe ich mal schwer von aus. Und ich versuche, zu dieser Ortschaft zu gelangen. Aloe Vera. Ich glaube, da kann man auch Grillen drin finden. Die zirpen da drin rum. Checken wir doch mal den Aloe Vera, oder? Oh, jetzt wird das Wetter besser. Ich finde es entweder Aloe Vera, was wahrscheinlich einiges an Vitaminen bringt. Das war schon immer gesundes Zeugs. So, dann marschieren wir mal. Ich höre nichts mehr. Den Scheiß hier mal weg. Oh, sie ist aber zierlicher geworden, unsere Steffi Staffel 6, ne? Ich wollte viel Intelligenz haben. Wenig Brust. Athletischer. Und schlauer in der Ingenieurswissenschaft. So. Ich glaube, wahrscheinlich scheiße, glaube ich, mit den Grillen. Die findet man wahrscheinlich doch eher in diesem abgeranzten Holz. Da ist aber echt nur Aloe Vera drin und das tonnenweise. Ja, hier war zum Beispiel eine Grille. Kann man dann zum zum Angeln benutzen oder selber verspeisen. Da muss man halt schon wirklich viele Grillen essen, damit man satt wird. Und ich habe keine Ahnung, was diese Safe Zone hier bedeutet. Muss ich mal bei Discord gucken. Ich glaube, das ist ein großer Hafen hier, aber da gibt es, glaube ich, auch Mechs. Jetzt weiter im Norden kommen relativ wenig, ne, bis auf Bunkeranlagen. Davon viele. Na, wir haben ja da vorher auch schon Kleinigkeiten zum Durchsuchen. Ist ja alles gut. Aber ich hoffe, das Wetter macht jetzt durchgehend nicht Rambazamba hier im Spiel, ne? Dass das immer irgendwie bewölkt ist. Das wäre ein bisschen nervig. Ist das schön, dass es so Wettereffekte gibt? Ja, aber das muss ja nicht... Es kann ja auch mal ein bisschen länger die Sonne scheinen. Das würden wir nicht schlimm finden. Ich habe den Axt mit rum. Mit allerhand Blödsinn. Machen wir gleich Ausdauersport. Was soll man machen, ne? Ein bisschen bubunieren. Naja, immerhin haben wir schon eine Schrotflinte und einen Crowbar. Ein Crossbow. Immerhin, ne? Kann das so lange zu liegen. Dort so lange. Und wir haben die doofe Axt in der Hand. Aber die ist groß. Vom Rücken würde sie mir natürlich besser gefallen, ja? So. Ich laufe total falsch. Das macht aber nichts. Ich wollte eigentlich die Straße lang laufen. Aber so bin ich halt, ne? Wir sind jetzt sonst voll durch einen Bunker latschen. So. Na, ich bin doch ganz neugierig, wie das hier alles abläuft, ehrlich gesagt. Ich brauche nochmal eine Grille. Oder wartet mal. Wir haben ja einen spaßeshalber gebaut. Ich weiß nicht, wie kriegt man denn den Köder am Haken? Ich versuche ein Seil zu finden. Ich kann es natürlich nicht versprechen. Jetzt laufen wir, glaube ich, grob Richtung Norden. Ja, ich darf nur nicht durch den Dings latschen. Durch den Bunker. So, dann haben wir die hier. Dass man nicht da drauf zieht, keine Ahnung. Fallen lassen, essen. Da. Make a cricket. Das ist auch wieder ein... Hä? Ach so. Hä?
Hatte ich noch einen in der Tasche? Toll. Jetzt muss ich noch eine Grille finden. Hat ja wieder geklappt. Das hat nichts mit den Haken an sich zu tun. Ich glaube, man muss eine vollständige Angel haben. Aber man muss die erstmal wirklich umbauen. Und Made ist witzigerweise kein Angelfutter, kein Fischfutter. Witzig. Ich habe die Axt jetzt wirklich verbummelt. Jetzt ist mir auch egal. So. Jetzt haben wir natürlich eine Route vor der Nase hier, ne? Also ich laufe direkt auf den Bunker, glaube ich, zu. Ich will aber ran vorbei. Wenigstens einmal reinlinsen, einmal gucken. Es ist auch wirklich, wirklich dunkel, ne? Also ich will nicht meckern, jammern oder so, ist halt atmosphärischer. Wie gesagt, da müssen wir uns leider dran gewöhnen. Beim Angelköder herstellen die Axt verbummelt. War so klar. Es war so klar. Ja, so ein Quadrant ist mega weitläufig, ne? Ist klar, dass das lange dauert, dass man da durchrennt. Aber das Licht gefällt mir schon ganz gut. Wenn die Sonne dann so rauskommt, ist das schon hübsch, ne? Ja, wir haben schon für die ersten Folge einigermaßen schöne Sachen, ne? Geht so, aber... Lass uns erstmal schauen, wo wir hier so landen. Immerhin hast du schon mal eine schicke Buchse. Oh, die Aussicht. Da unten ist die Anlage, natürlich im Bunker. Wie geraten. Aber da hinten ist noch ein bisschen Ort, das ist auch gut. Zu nahe kommen da dem Mechs. Das ist mir noch zu riskant. Erste Folge darfst du nicht sterben. Das wäre doof. Ich höre nicht und ich sehe nicht den Mech. Da ist der Eingang. Und da ist der Mech. Okay. Ich dachte, wenn es kein Eingang, wenn kein Mech da herlaufen würde, wäre ich da reingegangen. Aber das ist kein Ort daneben. Das ist eine Anlage daneben. Naja, klar, A0. Bei mir kommt natürlich jetzt kein Airdrop. Ist ja sonnenklar. Ich spare mir das da jetzt zu sterben. Ich höre nämlich jetzt einen laufen. Und die sind ja wesentlich leiser geworden. Da. Oh Gott. Das war eine relativ große Anlage. Also ich bin durch eingeflogen auf den Testserver, der war riesig. Also war ein richtig langer, gerader Ausgang drin. Mit Loot an der Seite, links und rechts. Ich weiß natürlich nicht, welcher das war mehr. Okay, das ist das nächste Ziel. Mal gucken, ob wir das heute noch erreichen. Aber ich versuche ein bisschen zu flitzen. Wie gesagt, ich will einmal über diese Insel latschen, die so ein bisschen abluten. Was da auch immer ist. Der Windpark ist relativ uninteressant. Und die Inseln können wir erst bereisen, wenn wir Boot fahren können. Ne? Das ist klar. Also schwimmen habe ich da keinen Bock drauf. Schwimmt ja auch ewig dahin dann. Ne? Aber auch mit einem Paddelboot dauert das ewig. Das Flugzeug jetzt im Real Life oder war das jetzt im Spiel? Bin hier am Arsch der Welt. Können wir getrost mal einen kommen lassen. Da kommt der nächste. Boah, mir erschrocken, Alter. Wie schnell war der denn da?
Hab mir erschrocken, ey. Puh. Ich muss halt eine Störung haben. Wow. Erschreckung des Todes, Alter. Den habe ich nicht mit auf dem Schirm gehabt. Okay, Socken zerfetzen. Oh nein. Messer fehlt, natürlich. Hat mir ganz schön Damage gemacht, ey. Heidewitzka. Hat da ein Messer dabei. Puh. Boah, ey. Scheiße, jetzt habe ich eine Facecam. Und jetzt sieht man, wie ich mich erschrecke. So ein kleiner Schuljunge. Boah. Da kam er aus dem Nichts jetzt, ey. Ich habe den einen noch auf dem Schirm gehabt. Der war so weit weg. Oh, das Steinmesser sieht anders aus. Oh, mein Bäuchlein. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Das ist außerdem der erste Steffi-Schlüpfer. Den müssen wir irgendwie, bevor ich sterbe, müssen wir den irgendwie ganz speziell hinlegen. Der wird einen komplett eigenen Schrank kriegen. Der erste Steffi-Schlüpfer Staffel 6. Der wird mal irgendwann was ganz Besonderes sein. So. Wunde versorgen. Hätte ich mir auch alles sparen können, weil ich hätte schon die ganze Zeit sowas mitschleppen hätten können. Hä? Sie hat das Messer im Holster. Naja. Wer ist in die Sterne, mein Mädel. So. Gut, weiter geht die Reise. Heidewitzka. Ist das sehr abenteuerlich. Direkt eine Brustverletzung. Ach du Jemine. Ernährungszustand. Noch nicht gut. Wasser fehlt. Wir haben noch nicht einmal getrunken. Noch ein bisschen Cola und so. Dafür ist ja die Kalorienbilanz ein bisschen übertrieben. Weil wir echt viel Zucker gefunden haben, ne? Aber ich mag ihre Ausrüstung irgendwie jetzt schon. Ich bin schon zufrieden. Ich muss nur Unterkunft finden. Ich will auf jeden Fall in den neuen Bereichen wohnen. Aber da möchte ich erstmal schauen. Vielleicht findet man ja erstmal was, ne? Hier so das Steffi-Quartier wird wahrscheinlich ein Leuchtturm sein, denke ich mal. Aber der wird wahrscheinlich auch schon längst jemandem gehören. So, was habe ich schon alles verbummelt wieder? Neues? Naja, viel Krimskrams in der Tasche. Wenn man mal schnell ein Bötchen braucht, dann baut man sich schnell das Kleine da und ein Paddel. Ne, das müsste eigentlich relativ schnell gehen, um irgendwo hinzukommen. Aber wie gesagt, die Gefahr vor Haie, ne, ist natürlich so eine spezielle. Und Steffi wird wahrscheinlich aus Versehen ständig in irgendeinen Haimaul landen. So. Aber es fühlt sich hier tatsächlich sehr leer an, teilweise noch. Ich denke mal, da werden nur die ein oder anderen Gebäude dazukommen. Aber sehr leer, ne? In der Form. Obwohl, das hier ist schon wieder schöner. Jetzt sind wir aus den. Jetzt sind wir in weltlichen Gebieten. Sieht grafisch echt beeindruckend aus, muss ich sagen. Sehr hübsch. Der Wechsel von Knödelbiom ins andere Biom. Mein Gott, in Steppenbiom, in Waldbiom. Das muss ich ein bisschen nördlicher mich halten. Wir wollen ja ein bisschen was sehen. Ist ja nicht so, dass wir es hier gar nicht sehen wollen hier. Nur Wald. So. Gut, wir sind schon eine Stunde dabei, aber wie gesagt, ein paar Minuten länger wäre kein Problem. Ist ja erste Folge von der 6. Staffel. Und ich bin sehr früh dran. Und ich glaube, ich laufe zu einer. Ja, nee, ich laufe ja noch zu einer kleinen Location, aber die große hier. Die hier, die wird, glaube ich, eher gefährlicher. Wegen Mechs. Und noch bin ich gar nicht so aus auf dicken Militärloot. Bin ganz froh, dass wir eine Armbrust haben. Und eine Schrotflinte. Leider ist nicht mehr viel Munition drin. Aber zum Anfang Survival reicht's. So, wie weit sind wir noch weg? Nicht mehr weit. Also einen Airdrop würde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn er hier in der Nähe wäre. Ist aber nicht. Nix Glück.
Die ärgern mich ein bisschen, dass ich die Explosivpfeile nicht bauen darf. Muss ich die ganze Zeit schon drüber nachdenken. Sie sind ja interessant mal zum Testen auf jeden Fall, weil wie gesagt, wir machen noch Testvideos ohne Ende. Das werden wir alles in einen Streamer machen. Vielleicht heute Abend, ich weiß noch nicht, aber ich hole den Ben ab. Weil Steffi ihr Charakter jetzt ja nicht schummeln will, ne? Das muss ja nicht gleich so beginnen. So, da ist... Ist hier schon ein Turm? Ich sag nicht, das ist eine riesige Bunkeranlage. Oh, da muss ja aber wirklich groß sein, ne? Gruselig groß. Dann ist das bestimmt die riesige Bunkerlage, wo ich drin rumgeflogen bin. Aber ich will nicht in der ersten Staffel, ersten Folge sterben. Oh, ist aber wirklich mega, oder? Man kann's ja. Da ist der Mech. Riesiger Baum, Unterstützung. Ich kann nicht anders, ich muss einmal gucken gehen. Natürlich da. Das ist ja so eine Schippe. Finden wir das begehrte Seil hier. Nein, ein Smartphone, den man natürlich voll gerechnet hat. Fenster aufpassen. Ich will ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, Werkzeugskram findet man, aber nicht das, was wir brauchen. Oh Gott, wo ist der Mech da? Ach Mann, diese Zange. Ist das eine Mistgabel? Bei wem erweckt. Ich hau jetzt ab hier. Das ist mir zu riskant. Bin zu feige. Hätte ich gedacht, dass das eine Bunkeranlage ist. Wahnsinn. Riesig groß. Aber also sehr weitläufig kommt hier nichts. Das ist ein bisschen... anstrengend dann für eine Folge tatsächlich. Das hast du ja auf der alten Map schon gar nicht mehr gehabt. Da war ja immer irgendwas. Bist ein paar Meter gelaufen und dann hast du was gefunden, ne? Aber hier kommt tatsächlich weitläufig gar nichts. Aber sieht trotzdem interessant aus. Scheint nicht so ungefährlich zu sein, die Insel, ne? Habe ich so ein Gefühl. Da hinten, oh, man hat schon gesehen ein bisschen von dem großen Ort. Hafen oder was auch immer das ist. Oh, immerhin. Die Grafik habe ich auf Maximum. Das macht YouTube auch ganz gut mit und mein Aufnahmeprogramm. So. Da ist aber irgendwas Gelbes noch, was ich sehe. Warum kann ich hier nicht sehen? Ich kann sie einpacken, aber es sind hier diese Flair-Dinger. So, ja, wir sind ja schon fast da. Ne? Also, jetzt hier eine Pause machen wäre Blödsinn. So, falscher Knopf. Oh, das sieht ja echt geil aus.
war denn die Waffenfabrik und so? Wir haben ja auf jeden Fall hier auch noch Locations. Interessante. Also wir laufen ja jetzt erst so. Das ist ja Blödsinn. Dann muss ich ja rein technisch mal so. Aber wir werden ja mal ein Auto haben. Ich sollte aufhören, mir immer Ziele zu setzen, die unerreichbar sind, weil ich sie ja nicht finde, das Material. Ein doofes Kackseil, ne? Und wir haben alternativ wirklich nur Seil. Wir können nicht ein improvisiertes nehmen. Glaube ich jedenfalls. Testen könnte man gleich mal. Aber wäre Zeitverschwendung. So, ein Sprint noch und dann sind wir da am Hafen oder was auch immer das ist. Wir kennen es ja noch nicht so wirklich, ich jedenfalls. Hoffe, dass es eine Polizei gibt, wo wir mal ein bisschen knacken können. Und wir das gute alte Seil finden. Nein, warum ist das schon wieder dunkel? Es war so schön hell die ganze Zeit. Da ist ja schon ein Turm. Okay. 10. Oh, 0. Wo ist es? Alter, alles weg von mir, ne? Die sind alle hier, die ganze Folge schon. Wie gemein, ey. Also, das sieht nach einem dicken Hafen aus. Mit schöner Brücke und alles. Aber er wird wahrscheinlich da. Ich habe da so grob in Erinnerung, dass er mal mächtig rumlatschte. Na, ein bisschen Risiko muss er sein, sonst wirst du den Scum nichts schaffen. Boah, was ein geiler Strand. Irre aus hier. Wunderschön. Und es sieht so aus, als ob wir da auch ein Seil kriegen. Irgendwie vom Gefühl her. Das mit dem Schwimmen spare ich mir jetzt erstmal wegen Haie. Mech gesehen habe ich aber tatsächlich noch nicht. Das sieht aber, das riecht hier schon nach Mechs. Kann nichts dagegen ändern. Allein das Tor hier. Moin Moin. Und das ist auch noch offen. Wenn es überhaupt auf und zu geht. Nein. Da läuft ein Mech, tatsächlich. Dann habe ich mich da nicht geirrt. Und ich habe keine Ahnung, wie viele hier rumlatschen. Oh. Bisschen mutig sein. Was ist eine ganze Palette, die zählt wieder als Einzel. Auch doof. Aha. Das riecht doch schon nach einem Eingang. Auch neu. Welcome to Scum Island, where survival is the name of the game. Mass murdering maniacs eviscerate each other for fame and fortune. I'm your tour guide on this journey down a river of blood, John Dick. Let's do this thing. John Dick. We've got some interesting events for you to check out. Try your hand at deathmatch, team deathmatch, capture. Boah, wie viele Spinde. Ja, scheiß Pipi machen wir da. Das ist eine Halle, also mit Militärloot drin. Ich habe Angst, dass mich der Mech sieht. Aus irgendeinem Winkel. Kein Seil. Scheint hier relativ eine Ruhe drin zu haben, ne? Oder irre ich mich? Täusche ich mich so derbe.
Ja, Kalorien aber genug. Rechne auch nicht mit dem Brot, ehrlich gesagt, hier. Sieht fast sogar lohnenswert aus hier. Wer weiß, was wir jetzt hier abkassieren können. Hä? Ach, sie muss immer noch so dringend Pipi. Na. 9 Suppressor. Ach, MP5, alles klar. Sehr sweet. Thunfischdose. Ich muss gar nicht, wo du überall durchsuchen kannst. Hier ist ja irre. Ein Full-Magazin. Eine Kugel liegt auf dem Tisch hier. So. Na. Es wird alles zu schwer. Nein. Langsam wird der Loot nervig. Mir verlangt es ja eigentlich nur nach Mann. Nach einem Seil. Shit. Aber hier rechne ich jetzt irgendwie weniger mit einem Seil. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Einen neuen Bajonett. Geile Halle. Torpedowerft oder was? Unglaublich viel Loot. Scheiß Loot, aber ist es Loot da? Boah, guck mal hier. Hat's hier bestimmt aus einer Palette. Ja. Schade. Wäre sonst ganz schön viele Kisten auf einen Schlag. Oh, wenn hier nicht ein Seil findet, weiß ich aber auch nicht. Alles gut, alles gut, alles gut. Hier geht's raus. Obacht. Gerne vergiss doch mal, dass wir im Mechse rumlaufen, ey. Ja, Torpedos sind hier, tatsächlich. Davon durfte ich sogar ein Bild zeigen. Witzig. Also ich würde jetzt hier nicht an Militärloot denken, ehrlich gesagt. Ja, so an Bauloot. Ja, und MP5 Suppressors, ne? Ohne Ende. Ja, ist ja gut. Das war ja so ein Klassiker, ich wieder nicht finde das, was ich suche. Eigentlich so simpel ist wie ein Seil. Ja, ich guck schon immer voraus. Ne? Ich habe da keinen Bock, dem Mech irgendwie in die Quere zu kommen. Aber hier hat man relativ seine Ruhe drin. Könnten sie noch anstrengender machen für uns. Ja, da tausche ich doch lieber 10 Dollar. Ach, passt nicht rein. Okay, wir haben einen Spieler hier. Scherz auf die Munition.
War ja nicht so geschickt wie wir. Die Frage ist, kommt man hier irgendwie aufs Dach? Ganz schön hell. So. Da ist hier also einer am Lotten. Ach, mein Radio ist das. Oh, wer ist denn hier gestorben? Hat dich der Mech erwischt oder warum bist du jetzt hier gerade gespawnt? Nee. Der ist mein Freund gewesen. Also ich bin gerade Bambi. Hier kannst du haben. Kannst dich verteidigen. Danke. Okay. Wer bist du denn? Ich bin Wurstdressing. Wurstdressing? Ja. Geiler Name. Ich bin der Tim. Oh, okay. Also Steffi, besser gesagt. Ach so. Na gut, dann viel Glück. Musst deinen Freund retten, ne? Ja, danke. Ja, bis dann. So. Na gut, dann hast du ja Feindbild ja erledigt. Und dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen zum Ausruhen. Und dann geht's hier weiter. Das wäre lustig gewesen, wenn er mich jetzt erschossen hätte, oder? Hier oben liegt noch eine dicke Schrotflinte, Tech 9. Da, ja. So, ein Tech 9, hier ist Tech 10, ne? Okay, hier ist eher ungemütlich, muss ich sagen. Oh, wie laut der war, ne? Ich habe das ja so lauter gestellt. Ich sprach Chat. Pass natürlich jetzt hier auf. Da ist der Mech. Wie toll ich doch aufpasse. Dann haben wir einfach nur nochmal eine Halle. Alter, ey. Das ist mal eine fette Mine. Die mache ich aber nicht scharf. Fast alles hier für eine Angel. Was ist in der Hand? Achso, die Säge, klar. Lecker. Aber die Halle ist nicht so groß. Aber doch nochmal feines Zeugs, ne? Geh so ein bisschen raus, oder? Das sparen wir uns aber. Wie gesagt, ein gemütliches Plätzchen finden wird schwer hier, glaube ich. Mitten zwischen den Mechs. Oh, komisch. 14 passen rein, aber 20 dann wieder nicht. Oh, das ist aber eine fette Scheibe. Scheiben bin ich ja gar nicht gewohnt. Ach. Aua. Mich.
weg hier. Oh, hier sind diese geilen Container, ey. Wo packt die das denn alles noch hin? Das sind eigentlich die aus den Bunkeranlagen hier, die Dinger, ne? Aus den großen Bunkeranlagen. So, Material. Irgendeine Hose zum Zerfetzen. Das komische Visier, was ich nicht verstehe. Und hier erkennt man gar nicht so wirklich, wo man looten kann und wo nicht. Ach, alles geile Sachen, ey. So, ich bin verletzt, ich bin verletzt, ich bin verletzt. Ich habe kein Messer, ne? Das ist das Problem. Sonst könnte ich die Hose zerschnibbeln. Scheiße. Im Lumpensatz haben doch mit der Säge, Blödsinn. Mein Ding ist draußen. Praktischerweise. Aber das zählt nicht für mich. So. Unüberschaubar, wenn man es nicht kennt. Ich hab keine Ahnung. Der war besser als der Kompass, aber ich muss ja weg. Alter. Der hat mich hoffentlich mal auf dem Schirm. Wow! Was war das? War das jetzt durch den Spieler? Oder war das jetzt durch den Mech? Aber der konnte nicht durch das Ding schießen. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Alles verloren. So fängt das schon mal gut an.